So, ja, eine kleine Corona-Langeweile-Folge. Steffi hat großen Appetit, man sieht 82% Hunger und wir haben hier auf jeden Fall einiges an Tiere rumlaufen und da müssen wir jetzt leise jagen. Die haben uns nicht bemerkt. Ein Rudel Schweine. Das wird mir auch angezeigt. Hier muss man aufpassen, da. Überall Spuren. Da haben wir eins. Und da haben wir zwei. Versuchen wir einen guten Treffer zu landen. Das Schwein ist tot. Naja, die Zombie-Apokalypse lässt uns natürlich nicht in Ruhe. Heide Witzker. Hep. Oh, zwischen den Beinen. So, euch will ich nicht essen, nein. Euch habe ich auf jeden Fall keinen Bock zu essen. Auf geht's zum Schwein. Das soll ja nicht umsonst gestorben sein, ne? So, ich habe mich natürlich verletzt, war ja klar. So. Ja, jetzt müssen wir das erstmal zerlegen, wie immer. Lecker. Noch weiter zerteilen. Und weiter zerteilen. Und weiter zerteilen. Ja, dann zerteilen wir nochmal hier lecker das hier. Und dann wird gebrutzelt. Das sage ich euch. Lecker, lecker. Schweinesteak. So, Messer brauche ich nicht mehr. Ab in der Hand damit. Und ja, da müssen wir jetzt mal eine Küche finden. Ja, verdammt. Wo soll ich das jetzt kochen? Ich würde sagen, wir rennen mal Richtung Timitown, ne? Für sicher Richtung, so. Dann sehen wir uns gleich in der Küche wieder. Ja, auf dem Weg zur Küche habe ich mir gedacht, wir könnten vielleicht noch ein paar Zutaten gebrauchen, um, ja, das Fleisch, was jetzt in meinem Rucksack steckt, den hatte ich da noch in der Ecke versteckt, schmackhafter zu machen. Und hier haben wir erstmal eine leckere Zwiebel, die schnappen wir uns schon mal. Was haben wir denn noch hier? Das sieht schon mal gut aus. Ja, eine Karotte nehmen wir auch noch mit dabei. Und in den anderen finden wir... das sieht schon mal super aus. Eine Gurke. Ja, da fehlen mir eigentlich nur noch leckere Kartoffeln. Wo finden wir denn gute Kartoffeln hier jetzt? Ne? Müssen wir erstmal auf Kartoffelsuche gehen. Großes Feld. Und da ist auch die gute alte leckere Kartoffel. Ha, alles so schnell gefunden. Auf geht's. Hier haben wir ein schönes Haus. Da gehen wir erstmal rein. Nein, das ist kein Haus. Das ist ein Haus. Okay, erstmal richtig lecker kochen. So, ja. Jetzt sind wir hier in der Küche. Die sieht echt geräumiger aus als von außen. Ich freue mich. Und hier sind natürlich auch unsere Zutaten, die wir gerade gesammelt haben. Einmal ein Schweinesteak, dann eine Karotte, eine Gurke und eine Kartoffel. Die wollen wir natürlich jetzt mal klein schneiden, damit wir hier schön was brutzeln können. Damit die Steffi auch was zu essen kriegt. Ne? So, das müssen wir jetzt mal hier drehen. Machen wir so schön so ein paar Schnibbel raus, ne? Zack, zack, zack. So, gut, das will nicht. Der Tisch, den kann man auch nicht durchschneiden. Machen wir ein bisschen Öl schon mal rein in die Pfanne. So, man kann nie genug Öl haben. Und,
werfen schon mal das Kartoffelzeugs hier rein. So. Ja, so sieht das aus, wenn die Steffi kocht, tatsächlich. Schneiden die Gurke in schöne kleine Teilchen. So gut wie es geht. Wir sind, die leben ja hier in der Apokalypse, ne? Ist ja normal. So. Messer weg. Karotte ab in den leckeren Pfännchen rein. Nein, richtig rein bitte. So. Und dann müssen wir uns natürlich noch um die Gurke kümmern. Die wollen wir auch in schicke Scheiben haben, ne? Was Besseres gibt es einfach nicht für uns zum Mampfen heute. Gesund und ausgewogen und dann geht's ab in den Kampf. Ja, dann halt ein großes Stück, so wie du das willst, Spiel. So. So, und natürlich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, soll ich es im Ganzen lassen? Ich kann es auch ein bisschen zerkleinern, so ein bisschen Geschnetzeltes machen hier sozusagen. Gönnen wir uns mal vom Alleredelsten. So. So, ein bisschen Geschnetzeltes darf natürlich nicht fehlen. Rein in die Pfanne und dann auf dem Herd. Ein bisschen schütteln. So. Oh ja. Das sieht ja schon mal lecker aus. Ah, die Kartoffeln werden ein bisschen kross. Die Karotte, die brauchen ein bisschen länger. Aber das ist Elite-Essen. Ja, die machen ein bisschen krosser, die Kartoffeln. Völlig in Ordnung. Steak ist auch schon durch. Ja. Wir sind ja nichts Gutes mehr gewohnt. Ja, kein Wunder, das Steak wird auch ein bisschen krosser. Und das ist eigentlich schon Optimum. Mehr wollen wir gar nicht mehr haben. Das Ganze servieren wir uns dann doch mal auf einen Teller. Den gönnen wir uns einfach mal. Hier so ein schöner großer Teller. Boah, das schütten wir uns einfach mal drauf. Wir sind ja hart im Nehmen. So. So. Weg mit dir, zack. Und dann haben wir uns doch mal da so ein leckeres Scammal gegessen, produziert. Und ja, dann wünsche ich dir guten Appetit.